Die Friedrichstraße Nummer 2. Hier entsteht Klang von Weltrang. Ein gutes Klavier ist die perfekte Komposition aufeinander abgestimmter Bauteile. Jedes Detail birgt Musik. Sie alle mit einer Stimme zum Singen zu bringen, das ist die hohe Kunst des Klavierbaus. Kerstin Engelbrecht ist eine von drei Klavierbauerinnen der Firma Steingräber. Insgesamt sind es 12. Ich leime gerade die Dämpfung ein. Das ist ein Teil der ca. 6500 Teile an der Mechanik. Bei uns ist es so, dass man das Klavier wirklich vom Anfang bis zum Ende baut, also ziemlich viel mit dem Instrument zu tun hat, nicht nur so kurze Arbeitsschritte macht, und weil es eben auch ein vielschichtiger Beruf ist, viel Handwerk, man muss eben wirklich was, man sieht das, was entsteht, man macht mit den eigenen Händen was, und dann natürlich dieses Klangliche außenrum, das ist einfach reizvoll. Hier ist jedes Klavier ein Individuum. Ein guter Klavierbauer muss sich nach den Anforderungen des Konzertbetriebs und den Bedürfnissen der Künstler richten. Die Entwicklung der Instrumente geht daher immer weiter. Und dies ist sicher ein Grund, warum sich der kleine Familienbetrieb auf dem heiß umkämpften Markt der Klavierbauer bisher so gut behaupten konnte. Udo Schmidt-Steingräber führt das Unternehmen in der 6. Generation. Schöne Buchhammer. Okay. Kernstück eines jeden Klaviers ist der Resonanzboden. Was hier gestimmt wird und hier gehobelt wird, ist das Schaffen von Obertönen und Mobilität in der Membrane, im Resonanzboden. Das ist nämlich zunächst mal ein Riesenbasstöner, und wir müssen den Hochtöner und den Mitteltöner in diesen Klavierlautsprecher hineinbauen, und Klang wird sichtbar gemacht durch Sand und durch Bewegung des Hammers. Wo sich der Sand sammelt, gibt es Verspannungen. Und da muss noch gehobelt werden. Das ist eine Technik, wie sie selbst in dieser Preisklasse sonst kaum noch ausgeübt wird. Firma Steingräber ist ja doch eine von den besten. Qualitativ hochwertig. Und da ist man natürlich schon stolz, dass man da arbeiten darf. Man braucht ja doch ein paar Voraussetzungen dafür. Und es ist ja nicht einfach nur, dass man ein paar Schräubchen dreht und. Es gehört einfach mehr dazu. So reicht es auch nicht, die Hämmer einfach nur einzubauen. Die Filzköpfe brauchen zum Schluss noch eine Sonderbehandlung, damit sie den unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht werden. Also, es sind alle Hämmer drin, es sind alle Tasten drin, es sind auch alle Saiten drin. Aber wenn man da jetzt anschlägt, dann das ist noch ziemlich perkussiv, vielleicht für Stravinsky geeignet. Aber wenn ich jetzt irgendwas vielleicht von Schubert, wird es schon viel zu hart. Das heißt, diese ganze Gefühlspalette, die in einem Klavier drin sein muss, vom Barock bis zum Blues, also von Bach bis Elton John, die muss jetzt reingelegt werden. Heute werden in Deutschland jährlich um die 8000 Klaviere verkauft. Im 19. Jahrhundert waren es noch 250.000. Es war die Hochzeit des Klaviers. Damals ließ sich Urahn Eduard Steingräber in Bayreuth nieder. Heute finden im Rokokosaal am Original-Listflügel Konzertabende statt. Die erste Begegnung mit dem genialen Musiker war für Eduard nicht unbedingt erfreulich. Ja, damals in Wien, 1846, Sie müssen sich vorstellen, es waren leichte, zarte Klavierchen. Zarter noch als die hier. Liszt schrieb aber schon an den ungarischen Rhapsodien. Das heißt, dieser arme, junge Klavierbaumeister oder angehende Klavierbaumeister Eduard Steingräber stand am Rande der Bühne und musste warten und dem tobenden Meister zuschauen, wie er, naja, Wilhelm Busch hat es ja so schön gezeichnet, im Finale Furioso dann Klaviere wirklich zerschlug. Das Schlimme war nun für den Eduard Steingräber, dass er vor Publikum und vor dem Meister
die Reparatur vornehmen musste. An Herausforderungen dieser Art wuchs wohl das steingräbersche Stehvermögen. Und so begegnet auch Eduards Erbe der Globalisierung auf seine Weise. Chinesische Klavierbauer lassen ihren besten Instrumenten in Bayreuth den letzten Schliff geben. Verkauft werden die Klaviere dann in China unter dem chinesischen Herstellernamen. Und was hat die Firma Steingräber davon? Wir haben nämlich auch die gegenläufige Beziehung, dass nämlich die Firma Pearl River unsere Flügel und Klaviere in China vertreibt. Und nachdem das die größte Klavierfabrik nicht nur von China, sondern auch der Welt ist und in China allein 300 Großhändler hat, haben wir natürlich eine wunderbare Ausgangsposition, auch unsere Steingräberklaviere in Bayreuth hier weiterzubauen und einen zusätzlichen Absatzmarkt in China zu haben, der sehr vielversprechend ist, und hier Arbeitsplätze zu erhalten. Und es bedeutet außerdem, dass auch die Kunst im alten Palais weiter gepflegt werden kann. Denn als Mäzene haben sich die Steingräbers schon immer verstanden. Siebzig Konzertabende finden hier jährlich statt. Neben Weltklasse-Pianisten wird den Bayreuthern auch hoffnungsvoller Nachwuchs präsentiert.